Ich errate, deinen Rang geht in die nächste Runde und ich muss euch echt sagen, auf Guess the Rank habe ich mich unfassbar gefreut. Los geht's. Unseren allerersten Clip haben wir von TerrorNick08 und ich würde sagen, gucken wir und hören wir da mal rein. Okay, 1 gegen 4 noch. Schön Infos nochmal gegathert. Schöner Triple Kill. Warum Ult? Nein, das ist eine Blind Ult, das ist nicht gut. Ja. Okay, er macht den vierten Kill. Road Raider push rein, Digga. Ist das dein Ernst? Also, zuallererst, wenn du so eine Freunde bzw. Teammates in deinem Team hast, dann brauchst du keine Gegner mehr. Also, wie viele am Labern ist. Vor allem, dann wird nach der Ulti geschrien, dann machst du die Ulti, machst sogar einen Kill, dann wird aber noch Nein geschrien und dann wird dir die ganze Zeit gesagt, was du zu tun und zu lassen hast. Ich glaube, da brauchen wir wirklich die Nutzung des Mute-Buttons, damit man einfach sich auf sein eigenes Play konzentrieren kann. Denn, overall, ist das ein schöner Clip. Warum? Zum einen sehen wir hier anhand des Cooldowns, dass der Sonar-Pfeil genutzt wurde. Es wurden, glaube ich, 3 Leute aufgedeckt. Und mit diesem Pfeil wird reingepusht. Das heißt, wir sehen, wenn wir oben links auf die Karte gucken, sehen wir eigentlich ein ganz gutes Positioning. Der Pfeil sorgt eigentlich dafür, dass das gesamte Team, bestehend aus 3 Personen, jetzt gegenpushen können. Und er macht ja sogar auch Frags. Ich habe jetzt gemutet, weil die Teammates einfach auch etwas anstrengender waren. Crosshair Placement ist actually ziemlich gut und auch wie er den Burst nutzt, ist ziemlich nice. Das heißt, immer so 3-4 Schüsse, dann wieder absetzen, kurz Recoil resetten lassen und dann geht's weiter sozusagen. Die Drohne, eigentlich kennt er den... Also er kennt theoretisch ja eigentlich den Ort der Gegner. Ich gehe nochmal ganz kurz in den Zoom, dann lasse ich das nochmal einmal ganz kurz abspielen. Er kennt eigentlich die Position des Gegners, nutzt aber die Drohne, glaube ich, auch zum gewissermaßen so ein bisschen zum Baiten vielleicht. Ich meine, es wird hier auch gleich nochmal ein bisschen gefacecheckt vom Chamber und auch von der Race. Also das war vom Gegner gar nicht gut gespielt. Aber das Crosshair Placement jetzt hier in dem Fall von TerrorNick ist wirklich, wirklich, wirklich grundsolide. Die Ulti, ich würde sagen, darüber lässt es sich streiten. Er hat halt wieder seine Drohne, die hätte er vielleicht nutzen können, um die Ulti auszuspielen. Also erst Drohne, dann die Ulti, wenn er jemanden getrackt hat. Auch wenn die Drohne nicht mehr so gut eingesetzt werden kann tatsächlich, meiner Meinung nach. Weil eben nur noch die 2 Ticks vorhanden sind. Aber er macht die Frags und er macht sie gut, aber die Gegner sind halt wirklich super bad. Das muss man halt einfach an dieser Stelle sagen. Er kann diffusen, nimmt das 3:3 mit nach Hause. Vom generellen Feeling her würde ich sagen, das ist schon von TerrorNick jetzt in dem Fall ein sehr, sehr geiles Ace. Auch vom von den Bewegungen her und vom Einsatz der Abilities, alleine auch, dass der Sonarfahrer der links landet und nicht direkt on-spot, weil er so auch viel mehr abdecken kann, gefällt mir ziemlich gut. Und ich würde jetzt sagen, die Gegner spielen auf so einem Bronze-Silber-Niveau nach neuem Standard. Dann nehme ich jetzt quasi die Post-Season, also die aktuelle, in der wir uns befinden. Und er selbst spielt auf einem höheren Level auf jeden Fall. Also ich hätte ihn jetzt so Gold, Richtung Gold-Platin gelenkt. Aber es ist sehr schwer, anhand dieses Clips das festzuhalten. Wie gesagt, Crosshair-Placement und Movement und Einsatz von Fähigkeiten war gut. Kann jetzt aber auch sein Glanzmoment gewesen sein. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. Und es ist tatsächlich Bronze 3. Weiß ich nicht. Sehe ich nicht, Leute. Bin ich ehrlich. Das sehe ich nicht. Was sagt ihr? Ist TerrorNick Bronze 3 oder gehört der weiter nach oben? Hätte auch mein Clip sein können. Vielleicht gehöre ich ja einfach nach Bronze 3. Guck mal. Weiter geht's mit dem nächsten Video. Ace mit Race von Bloody TV. So, da wird schon mal reingesetzt. Es steht 6:11. Und es wird B gerusht. Okay, da gab's also schon die Information. Erster Kill mit Granate. Okay, da dreht er sich nicht um den Prowler zu zerstören, beziehungsweise die Ulti von Sky. Er entscheidet sich jetzt nochmal zurückzulaufen. Schön, schön gemacht. Er spielt mit High Settings, wie ich sehe. Über die Granate reden wir nicht. Okay, es ist eine 3 gegen 3 Situation. Erster Frag. Zweiter Frag. Und wo ist der Brim? Der spielt die Ulti dann wahrscheinlich. Okay, was ich ganz spannend finde, ist, er pusht. Schaffen sie den Diffus noch? Grandioser Abschluss. Also, ganz schwierig, dieser Clip. Also, an vielen Stellen ist das ganz, ganz schwierig. Also, erstmal kommt hier das Rainer-Eye, ne? Also das Rainer-Auge. Und es scheint den Call gegeben zu haben, dass sie B gehen. Es steht das 6:11, das heißt, die Gegner
sind gerade drauf und dran, das Ding zu gewinnen. Und Race satchelt über Akut, über die Mitte. Obwohl ja theoretisch, also du hast ja keine Vision. Hier könnten ja überall noch Gegner stehen. Also jetzt, ne, wenn man das jetzt mal so betrachtet. Aber er satchelt trotzdem rein. Obwohl Rainer... Ja, was macht Rainer eigentlich? Wait a minute. Who are you? Was zur Hölle? Was tust du da? Okay. Wir gucken mal weiter. So, also die Granate kam perfekt, ne? Sie hat direkt Lane getroffen. Und auch, dass der Robi da nochmal durchgeschickt wird. Unter die Tür quasi durch. Finde ich auch gut. Ich glaube, da ist er nicht davon ausgegangen, dass er davon getroffen wird von der Ulti. Und er entscheidet sich jetzt tatsächlich noch um. Ich finde das ziemlich gut, dass er die Entscheidung trifft, dann über die Doors zu gehen, weil eben schon zwei CT stehen. Und die Gegner in die Zange zu nehmen, ist eigentlich overall immer besser auf jeden Fall. Was ich jetzt allerdings nicht verstehe, ist tatsächlich, warum da wieder reingepiekt wird. Das ist wieder so typisch. Was mir sehr gut gefällt, Bloody. Also die Race geht nicht in die Hocke, sondern hat solides Crosshair-Placement. Ab damit ins Gesicht. Die Granate ist... Ja, ein bisschen vom Timing her ein bisschen off gewesen. Die Granate hätte wahrscheinlich dafür gesorgt, dass die Gegner sich auch ins Bootshaus zurückziehen. Und dann geht der rein, ohne Ecken zu checken. Hier könnte Gegner stehen, hier könnte Gegner stehen, ganz rechts könnte Gegner stehen. Das heißt, er geht jetzt eigentlich schon davon aus, dass die im Häuschen hinten sind. Na, also er hat jetzt hier weder hier unten noch auf der rechten Seite gecheckt. Macht aber den Frag auf Race, auf Rainer. Und das ist auch ganz wild, wie sie hier steht, weil sie gar nicht quasi... Sie hat ja nicht mal die linke Door gerade gehalten. Vielleicht würde sie nochmal zur Seite steppen oder so, aber auch das ist leider nicht gut. Ich glaube, er tappt jetzt extra an, damit Brimstone die Ulti einsetzt. Das war äußerst smart gespielt. Und das, auch, dass er jetzt quasi auf die Jagd geht, um Brimstone zu holen. Ja, da geht er dann schon davon aus, dass der Lane steht. Granate wird geworfen. Diese landet tatsächlich dann doch weitaus besser als vorher. Und das ist overall ein sehr spannender Clip. Wenn ich nochmal an die Rainer denke, meine Freunde. Ich persönlich habe absolut keine Ahnung, wo ich dieses Play einzuordnen habe. So wie die Gegner spielen. Ich hätte das jetzt irgendwo in die Silberregion eingeordnet, so ein bisschen. Das ist aber auch Bauchgefühl. Alles andere ist gerade äußerst schwer in irgendeiner Art und Weise zu deklarieren. Aber ja, zur Zeit des Clips Silber 2, jetzt Gold 3. Dann liege ich... Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich mit meiner Prediction richtig lag, meine Freunde. Und wir haben das nächste Video und zwar in einer 2 gegen 5er Klatsch-Situation mit der guten Viper. So, Spike wurde gelegt. Setup liegt auch. Ich finde spannend, wie viele Leute auf High-Setting spielen. Wer von euch spielt alles mit High-Settings, Leute? Oh, okay. Sage hat nochmal einen Double-Kill gemacht. Okay, 1 gegen 3 Situation jetzt. Die E und Q ist oben. Genau, Wall geht runter. Seine Kuh geht auch runter und er weiß, dass er gepusht wird. Macht den ersten. Er hat leider kein Snakepipe mehr. Oh, schön gemacht von Eserate. Auf geht's, meine Freunde. Schönes Crosshair-Placement. Richtig gute Trigger-Discipline auch. Dann schön zu warten. Und da geht er rein und macht den Frag. Richtig gut gespielt. 22-12 mit 4 Assists. Gutem Geld. Ich würde schon sagen, dass die Viper hier ordentlich am Carrying ist. Und auch die Art und Weise, wie gespielt wurde. Snakebite vielleicht, weiß ich nicht. Hätte er sich vielleicht für den Postplan aufheben können. Da sieht man eine etwas niedrigere Sensitivity. Bei mir würde das mittlerweile auch wieder so aussehen. Und auch wieder High Settings. Also da bin ich echt gespannt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer von euch alles in High Settings grafisch spielt und wer auf Low Settings spielt. Weil seitdem ich das Spiel installiert habe, spiele ich auf die niedrigsten Einstellungen, weil es trotzdem immer noch am besten läuft. Auch wenn mein Rechner High Quality packen würde, theoretisch. Ja, aber schön gemacht, also kann man nicht anders sagen. Die Neon ist dann auch reconnected, also da scheint es vielleicht irgendwie Probleme gegeben zu haben. Crosshair Placement ist wirklich super, wie er auch nachzieht und er ist ja auch der nächste noch, den er mitnimmt. Und dann auch gegen die Rays. Dass er in die Hocke geht, finde ich tatsächlich hier gar nicht so schlecht. Er könnte zwar Jiggle peeken die ganze Zeit, um zu gucken, aber er committet sich, er will die Rays da wegmachen. Ich hätte jetzt gesagt, so auch aus dem Bauch heraus, das ist Platin-Elo ungefähr. Und es ist Platin bis und jetzt Dia 1 tatsächlich, also bist du aufgestiegen. Das heißt, du hast ja richtig reingehasselt, alter Schwede. Iserat, auf geht's. Weiter Richtung Ascended. Let's go. Dann haben wir einen Clip auf Ascent. Und zwar vom guten Cypher. Jetzt Rank, auch richtig benannt. 11 zu 6 steht es. Dann gucken wir doch mal rein. So, er wird hier am am T-Spawn. Ist mal gejagt. Wenigstens gibt's eine Kommunikation.
mit dem eigenen Team, auch wenn Phoenix jetzt down ist. Oh, Crosshair Placement. Des Todes. Sehr, sehr gut gemacht. Schön nochmal ein bisschen vorgespult. Dankeschön dafür. Dann sparen wir uns zumindest ein bisschen Zeit. Ja, und das war's schon. Warum auch immer die Gegner. Wie viel Zeit hatten sie noch? Warum tut man das? Warum stellt man sich da. Das muss man cross spielen. Wenn der Spike Key liegt, dann hätte ich einen links erwartet und einen rechts erwartet. Und wenn sich der Spike gegönnt wird, wird diese Wand hier gebankt und der andere von links kann rumziehen. Aber so ist es. Ganz oft. Ich erlebe es jetzt auch wieder in Ascendant, Elo. Das machen die Leute. Aber Cross-Placement, ich wüsste nicht, was man da besser machen könnte, um ehrlich zu sein. Deswegen könnte das alles sein von Platin aufwärts. Also. Auch wie gespielt wurde und wie solide er quasi. Er geht nicht in die Hocke, unnötig, um sich zu committen. Er macht die Frags richtig clean, richtig sauber. Er hat die Ecken gecheckt und er war mit dem Frost ja wirklich perfekt einfach drauf. Und steppt auch weiter. Ne? Das werde ich auch demnächst nochmal in einem Guide nochmal aufdröseln, so ein bisschen. Hier gibt es den allerersten Feinkontakt. Er könnte stehen bleiben, aber Rainer lässt er zuerst schießen. Und er entscheidet sich, einen weiteren Step zur Seite zu gehen. Sie muss ihr Crosshair nachjustieren. Und sie committet schon, indem sie in die Hocke geht. Und das ist genau der richtige Moment für ihn, um einfach den Kopf anzuaimen und dann den Fragment nach Hause zu nehmen. Ich würde sagen, das ist Diamond, Halgo. Ich würde sagen, du hättest aber natürlich auch das Potenzial, weiter aufzusteigen. Vielleicht bist du schon Ascendant, vielleicht bist du schon höher, aber ich sage, das ist jetzt Diamond. Und es ist immer eins, krass, okay. Aber ja, so wie ich gesagt habe, das war jetzt einfach nur ein Gerate zwischen Diamond und Immo, hätte es alles sein können. Auf geht's, Halgo. Weiter geht's Richtung Radiant, mein Freund. Und dann haben wir last but not least Breeze, die Map, die wir jetzt eine lange, lange Zeit nicht mehr sehen werden. Gucken wir mal rein. Wir sehen hier Cypher. Mit einer schönen Kamera. Die ist äußerst gut. Da wird nochmal ein bisschen gebangt. Swingt aber nicht zu weit raus. Die Kamera ist wirklich ziemlich solide, weil da ist die Wall auch völlig egal. Ne? Das kann man sich, glaube ich, mal merken. Ich hab's nicht mit dir. Schön die Race noch weggemacht. Kamera ist eigentlich noch da, das heißt, er kann die Kamera dann wieder nutzen. Und da sieht er auch, die Leute ziehen sich zurück. Viper hat halt noch eine Ulti vom Gegner-Team. Junge, die spielt doch gerade so, das ist Main. Schöner Headshot. Der Cage ist ideal platziert, um rauszupushen. Da macht er ein Ding. Schön in den Kopf getroffen. Könnte er nachladen, 8 Schuss. Würde ich dann wahrscheinlich jetzt auch danach dann machen. Lange Zeit haben sie nicht mehr. Aber der Kamerasport ist absolut insane. Und er nimmt das Duell. Da kommt noch ein Prowler an. Er geht in den Zoom, macht den nächsten Frag. Und er weiß, dass Fade hat er schon mal den Kopf geschossen. Und er macht das Ace einfach. Richtig, richtig gut gespielt vom Cypher. Holy Macaroni. Das ist so gut gemacht. Also auch wie ruhig die Person gespielt hat. Sehr bedacht. Und der Cage in der Mitte zwischen den beiden Pyramiden war auch Gold wert, damit er da rauspushen kann. Eigentlich alles perfekt aufgestellt, um so einen Retake einfach zu spielen. Das muss ich ganz klar sagen. Ich bin ein großer Fan von diesem Clip und ich finde so bei so Leuten, die ihre Agenten beherrschen, das könnte theoretisch also jeder Rang sein, aber das Crosshair Placement ist auch absolut sick. Auch das würde ich auf Ascendant und Immo setzen. Also auch wie er sich durch die Map bewegt und was für Fights er nimmt, das ist alles schon ziemlich smart gemacht. Hier konnte er sich, glaube ich, nicht entscheiden, ob er in die Kamera gehen soll oder nicht. Ich würde auch sagen, dass wir hier so die Ascendant Immo sind, aber ich calle, es ist Ascendant 2. Und es ist Platin 1. Auf geht's, Cypher. Also wenn du so einen Cypher weiterspielst, dann verspreche ich dir, wirst du schneller Diamond sein, als du gucken kannst, Mann. Leute, geht gerne in die Kommentare und lasst mich wissen, ob ihr diesen Clip hier richtig einsortiert hättet. Ich habe aber noch ein kleines Highlight. Und zwar wurde tatsächlich ein Setup zugeschickt. Ich glaube, da wurde nicht viel zugeschrieben, außer ratet mal meinen Rang. Also erstmal hier ist ein Knife auf jeden Fall. HyperX-Kopfhörer, Maus. 2 Monitor-Setup mit provisorischem Tisch, der, glaube ich, auf dem Boden steht und er sitzt auf dem Bett oder die Person sitzt auf dem Bett. Wasserflaschen, Wasser ist gut. Und die Tastatur da links. Ich habe keine Ahnung, wie du spielst, Alter. Ich wüsste, dass ich so auf gar keinen Fall climben könnte wahrscheinlich. Aber so wie ich dich jetzt einfach mal einschätzen würde, weil du wirst das nicht ohne Grund geschickt haben, wirst du einen etwas höheren Rang haben. Aber ich habe absolut keine Ahnung. Ich werde das jetzt einfach auflösen. Du spielst Ascendant. Du spielst so Ascendant. Jetzt stell dir vor, du hättest einen vernünftigen Schreibtisch, Stuhl und könntest dein Setup auf dem Schreibtisch haben. Dann geht's nach Immortal, Alter. Hör mir doch auf.
Hören Sie mir doch auf. So Leute, ich habe wieder super viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt ordentlich mitgeraten und ja, ihr hattet auch Lust und Laune. Ich finde das Format, alle paar Wochen mal wieder an den Start zu bringen, äußerst geil. Lasst gerne ein Abo da, haut einen Daumen nach oben, falls ihr mich unterstützen wollt. Bin sehr gespannt und freue mich auf die nächsten Videos. Bis dahin, haut rein. Peace.